Willkommen zum Tutorial Gestalten des Aktionsgruppenbereiches. Ihr könnt als Aktionsgruppe auf www.72stunden.de euren eigenen Bereich gestalten mit Bildern, Nachrichten von der Aktion und ähnliches. www.72stunden.de. Geht dann oben rechts auf Login, gibt euren Benutzernamen und euer Passwort ein. Beides habt ihr eingetragen, als ihr euch angemeldet habt. Bei mir, ich hatte mich schon mal angemeldet, da gibt es schon mal was zu sehen. Klickt dann auf Login unten drauf. So, ihr kommt dann auf eure Aktionsgruppenseite, in den internen Bereich und wie ihr den jetzt gestalten könnt, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr jetzt auf Bearbeiten klickt, kommt ihr auf das Formular, womit ihr die Aktionsgruppenseite gestalten könnt. Klickt oben auf das Bild, dann auf Durchsuchen. Sucht euer Bild aus, wo ihr haben wollt, euer Gruppenbild. Das ist bei mir ein bisschen versteckt. Das ist lauter Stoppies. Mit Upload wird es hochgeladen auf den Server. Das kann ein bisschen dauern. Dann ist das Bild in den Fenster. In den Fenster könnt ihr das Bild noch verschieben, so damit möglichst alle angezeigt werden. Und dann mit Speichern wird das übernommen. Dann könnt ihr den Anzeigenamen machen, also den Namen, wo oben auf der Seite angezeigt werden soll. Hier in dem Fall ist das dann Stoppi. Unten drunter könnt ihr eure Gruppe noch beschreiben. Tut ihr euch kurz vorstellen, schreibt nicht zu viel, dann wird es langweilig, aber kurz und prägnant. Dann die Daten unten werden schon übernommen aus eurer Anmeldung. Hier solltet ihr auch nicht zwingend was ändern, ohne euren Co-Kreis zu informieren, weil wenn ihr da einfach was ändert, das verschwindet nachher im System. Genau. Dann gibt es noch URL-Alias. Hier könnt ihr einen kurzen Namen, den ihr später für die URL habt. Bei mir ist das jetzt Stoppis minus mit Ansprechpartner hinzufügen, dann auf Durchsuchen. Hier könnt ihr jetzt ein Bild von euren Ansprechpartner drauf machen. Genau. Ein schönes Passfoto oder im Gewand oder in der Pfadfinderuniform. Hier könnt ihr jetzt unten drunter unter Beschreibung euren Ansprechpartner beschreiben. Schreibt dort nicht zu viel rein. Das steht nachher alles im Internet. Und was da nicht rein sollte, sollte auch da nicht reingeschrieben werden. Ihr könnt E-Mail-Adressen, falls ihr wollt, reinschreiben und eure Internetseite. Wenn beides wird dann später so gestaltet, damit man mit einem Klick dorthin kommt. Dann klickt noch auf Speichern. Die Seite wird jetzt nochmal neu geöffnet. Und unten auf Zurück zum Live-Seite. Kommt ihr zurück auf die Live-Version-Seite. Hier könnt ihr dann, seht ihr euren Namen, den ihr eingegeben habt, das Gruppenbild, die Beschreibung. Und unter Mitglieder ist der Ansprechpartner aufgeführt. So, jetzt sind wir erstmal fertig mit der ersten Gestaltung von eurer Aktionsgruppenseite. Jetzt könnt ihr hochgehen auf Login und dann auf Ausloggen, auf Logout. Jetzt seid ihr wieder als ganz normaler Besucher der Internetseite. Jetzt könnt ihr auf www.72stunden.de/Aktionsgruppenbereich schräger Gruppe und schräger euer Alias URL kommt ihr dann auf eure Aktionsgruppenseite. Das habe ich jetzt hier mal gemacht.
Jetzt seid ihr, wie das später jeder andere sehen kann, auf eurer Seite. Unten gibt es jetzt nur noch den Knopf Kontakt. Hier kann jetzt jeder eine E-Mail schicken euch an die Adresse, wo ihr angegeben habt, wo ihr angemeldet wurdet. Genau. Es wäre jetzt noch nett, wenn ihr oben diese URL euren Co-Kreis schicken würde. Um den zu finden, geht ihr wieder auf die Startseite, in eure Diözese. Die haben dann in der Regel Co-Kreise. Und hier müsst ihr dann mal gucken, zu welchem Co-Kreis ihr gehört. Bei uns ist das Germersheim. Wir haben auch so eine schöne Karte. Und dann ist unten links der Ansprechpartner vom Co-Kreis. Den schickt ihr mal eine nette E-Mail, damit der auch weiß, damit ihr jetzt einen eigenen Bereich fertig habt. So, wir sind jetzt fertig mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr wisst jetzt so ungefähr, wie ihr euren Aktionsgruppenbereich gestalten könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch an euren Co-Kreis. Der weiß weiter oder er weiß zumindest, wen ihr fragen sollt. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der 72-Stunden-Aktion.